Machen wir weiter bei 06, gemeinsam mit 17 und 18. Es beginnt der Kollege Marius Weiß, SPD-Fraktion. Herr Präsident, ich bin fast geneigt zu sagen, wenn der Offenbacher Wirtschaftsminister gestern nicht so lange geredet hätte, dann hätten wir von dem Eintracht-Spiel auch noch etwas mitbekommen. Aber das ist ein anderes Thema. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich habe im Vorfeld meiner Rede heute Morgen mal nachgeschaut bei Wikipedia, ob es zu dem Begriff Wahlkampfhaushalter einen Eintrag gibt. Gibt es nicht. Und ich bin ehrlich gesagt geneigt, einen ersten Beitrag zu diesem Wort zu schreiben. Denn Entwurf und auch Anträge von Schwarz-Grün zu diesem Doppelhaushalt sind eigentlich ein Beispiel, was zum Muster taugt für den Begriff Wahlkampfhaushalt. Herr Minister, Herr Finanzminister, Sie haben vor allen Dingen auch durch die Anträge jetzt der Sie tragenden Fraktionen ein wahres Füllhorn ausgeschüttet, teilweise ohne Plan und vor allem ohne Nachhaltigkeit. Ich gebe Ihnen einmal ein paar Beispiele aus den Beratungen im letzten Haushaltsausschuss. Da kann man ganz gut sehen, auch angesichts des Doppelhaushalts, wo da die Nachhaltigkeit ist. Landschaftswegebau gibt es ein Programm, das sinkt von 2018 auf 2019 um 300.000 €. Tourismusprojekte sinkt von 2018 auf 2019 um 200.000 €. Gutachten ländlicher Tourismus sinkt von 2018 auf 2019 um 20.000 €. WLAN-Hotspots sinkt von 2018 auf 2019 um 700.000 €. Und das groß gefeierte Projekt der Bürgerbusse sinkt von 2018 auf 2019 um sage und schreibe 2,5 Millionen € auf dann nur noch 400.000 €. Sie zünden im Wahlkampfjahr ein Strohfeuer und drehen das dann direkt nach der Wahl wieder auf Sparflamme herunter, liebe Kolleginnen und Kollegen. Herr Finanzminister, vielleicht sollten Sie in Ihrem nächsten Werbefilmchen sich mal als Frau Holle darstellen lassen. Thomas Schäfer lässt es Flocken über das Land rieseln, wie am Sonntag. Es ist alles schön weiß, aber es hält dann halt nur einen Tag, und am nächsten Tag ist alles wieder weggetaut, alles wieder versickert, und nichts ist nachhaltig davon. Wir müssen zum Einzelplan 06 an dieser Stelle eigentlich noch zu ganz vielen anderen Punkten etwas weiter sagen. Zu dem Bereich IT zum Beispiel, da stehen auf einmal 25 Millionen € Mehrausgaben drin für 2018, komplett ohne Konzept. Und, Herr Finanzminister, Sie können nicht ernsthaft vom Haushaltsgesetzgeber hier erwarten, dass wir Ihnen so viel Geld bewilligen, ohne dass Sie ganz klar darlegen, was Sie damit machen wollen. Ein anderes Thema. Personal in den Finanzämtern. Auf unserem Berichtsantrag wurde offenbar, es gibt eine Abweichung von 630 Stellen vom Ist zum Soll. Jede 11. Stelle war in hessischen Finanzämtern 2016 nicht besetzt. Dabei war das Soll schon zu niedrig angesetzt. Es gab im Frühjahr dieses Jahres, Herr Dr. Schäfer, einen Brief vom Vorsitzenden der Steuergewerkschaft, Michael Volz, wo als Brandbrief kritisiert wurde, dass nicht einmal 4,5 Vollzeitäquivalente für das Projekt Silbe-Best ausgestattet wurden, ein Projekt, das ganz klar zum Kampf gegen Steuervermeidungsmodelle initiiert wurde, nicht einmal diese 4,5 Stellen. Inzwischen ist es passiert und ist nachgebessert worden. Aber auch das zeigt in der Personalsituation, Sie reagieren nur auf Druck, und Ihr eigentlicher Ansatz ist viel zu niedrig, wie man auch in diesem Doppelhaushalt sehen kann. Wie man sich dann für den Kampf gegen Steuervermeidung feiern kann, wie Sie das tun wollen, ist mir angesichts dieser Zahlen ein Rätsel. Und, zuletzt komme ich zum Thema Kommunen. Der Ministerpräsident gestern und auch der Innenminister eben hat ja die Mehr von der kommunalfreundlichen Landesregierung erzählt. Fangen wir einmal mit der Hessenkasse an. Es gibt noch immer kein komplettes Konzept. Es gibt noch immer keinen Entwurf, der mehr Antworten als Fragen hat. Es gibt noch immer kein Gesetz zur Hessenkasse, das hier in den Landtag eingebracht wurde. Aber Stellen, die gibt es schon einmal. Da ist die Landesregierung immer schnell dabei. Vielleicht müssen ja auch hier wieder irgendwelche abgewählten Funktions- und Mandatsträger versorgt werden. Vielleicht ist ja auch für den Marburger Ex-MdB noch irgendwas dabei, Herr Minister. Kann ja sein. Ich war im November auf einer der Regionalkonferenzen zum Thema Hessenkasse in Taunusstein dabei. Ich kann nur sagen, komisch. Also von
großer Dankbarkeit oder gar Jubelschreien der Kommunalen habe ich da so gar nichts gespürt. Im Gegenteil, ich habe massive Kritik der anwesenden Landräte und Bürgermeister gehört, dass bei der Hessenkasse 80 nicht durch das Land getragen werden, dass es Ungerechtigkeiten bei der Handhabung des Landesausgleichsstocks und der Anträge dazu gäbe, dass es die Frage ist, 60 Millionen Umsatzsteueranteil und Gewerbesteuerumlage, dass die eigentlich zu einer anderen Verwendung vorgesehen waren, dass es Kritik gab an den Abundanzkriterien, dass es Kritik gab am 2%igen Liquiditätspuffer. Ein Bürgermeister von Kronberg hat gesagt, das würde ihn 100 Prozentpunkte bei der Grundsteuer B kosten, alleine die 2%. Es gab Kritik an der Bestrafung für die Kommunen, die die Kassenkredite bereits abgebaut haben. Und das Ganze nicht nur von entweder roten Bürgermeistern oder Parteilosen, sondern da waren auch die Bürgermeister von Hattersheim dabei oder Waldems oder Königstein, allesamt CDU-Parteibuch. Herr Finanzminister, Sie haben leider kein kommunales Mandat mehr. Deswegen kann ich Ihnen nur raten, gehen Sie jetzt einmal in eine der kommunalen Haushaltsberatungen, die gerade überall stattfinden, und hören Sie sich das an. Und dann sehen Sie einmal, wie tatsächlich das Bild vor Ort in den Kommunen ist und in den kommunalen Parlamenten ist. Da sehen Sie etwas von Ehrenamtlern, die so langsam den Spaß an der ehrenamtlichen Kommunalpolitik verlieren, von fehlender Motivation. Das liegt daran, dass es überhaupt nicht mehr darum geht, ob die kommunalen Vertreter überhaupt noch Möglichkeiten zur Gestaltung haben, sondern es geht einzig und allein noch um die Diskussion, schaffen wir die schwarze Null in den kommunalen Haushalten, wie es uns vorgegeben wird oder nicht. Das ist die Realität in den kommunalen Parlamenten. Herr Kollege Weiß, die angemeldete Redezeit ist beendet. Herr Präsident, die Belastungen für die Bürger und die Gewerbetreibenden sind in den letzten Jahren massiv erhöht worden. Jetzt gibt es in den kommunalen Parlamenten die Angst vor weiteren Belastungen für die Kommunen. Ich nenne nur ein paar, § 3 Gemeindehaushaltsverordnung, dass die Tilgung aus dem Cashflow bezahlt werden muss, die angebliche Kita-Freistellung, die viele Bürgermeister und viele Kommunen viel Geld kostet. Ich nenne Hattersheim und Itzstein, die beiden Bürgermeister, die beide CDU-Parteibuch haben, die beide gesagt haben, 200.000 bzw. 250.000 € kostet uns das extra. Es gibt Kritik an der Hessenkasse, an den 25 €, die erwirtschaftet werden sollen, am Liquiditätspuffer. Und nicht zuletzt hat der Kommunalminister Beuth ja auch noch angekündigt, dass es zum Jahresende bald überhaupt keine Kassenkreditmöglichkeiten mehr für die Kommunen geben wird. Auch das macht den kommunalen Mandatsträgern Angst und Sorge. Das ist die Situation in den Kommunen. Das nagt an der Motivation. Das nagt an der Motivation. Und ich frage mich ganz ehrlich, wie kommt das wohl bei diesen ehrenamtlichen Mandatsträgern an, dass sich der Verantwortliche für diese Situation selbst als eierlegende Wollmilchsau bezeichnet? Da muss man die Leute vor Ort einmal fragen, wie das da ankommt. Ich finde, mit Ihren vergifteten Angeboten erinnern Sie eher an Heinrich Haffenlohr. Das ist der Kleberfabrikant aus Kir-Royal, der von Mario Adorf gespielt wurde. Zur Vermeidung eines Ordnungsrufs verzichte ich hier allerdings auf das entsprechende Zitat. Die Älteren werden sich erinnern. Vielen Dank, dass Sie mir zugehört haben. Vielen Dank, Kollege Weiß. Das Wort hat der Abg. Dr. Walter Arnold, CDU-Fraktion. Herr Präsident, meine lieben Kolleginnen und Kollegen! Wir sprechen hier über einen Rekordhaushalt in den beiden Jahren 2018 mit einem Gesamtansatz von 28,5 Milliarden € und in 2019 von 29,4 Milliarden €. Und als Finanzsprecher meiner Fraktion möchte ich unbedingt noch einmal besonders darauf hinweisen, dass dies ein historischer Doppelhaushalt ist, weil wir haben einen ausgeglichenen Haushalt. Wir haben erstmals seit rund 50 Jahren keine Netto-Neuverschuldung. Das ist ein Erfolg dieser Haushaltspolitik. Und für das Haushaltsjahr 2019 sogar eine Tilgung der Altschulden in einer Größenordnung von 100 Millionen €. In beiden Haushalten wichtige Investitionen und wichtige Maßnahmen. Die Haushaltsplanung der letzten Jahre ist im Übrigen ein Paradebeispiel für eine grundsolide und seriöse Haushaltspolitik dieser Koalition von Schwarz und Grün, seit 2016 keine neuen Schulden,
in 2017 auch im Haushaltsvollzug keine neuen Schulden bei einer geplanten Nettokreditaufnahme von 350 Millionen € damit. Das möchte ich hier auch noch einmal sehr deutlich betonen. Und wer hätte das zu Beginn dieser Legislaturperiode 2013 für möglich gehalten? Wir halten die in der Verfassung vorgegebene Schuldenbremse deutlich früher ein, als es die Verfassung vorschreibt, mit 2020. Das ist ebenfalls ein großer Erfolg dieser Landesregierung und dieser Koalition. Der Doppelhaushalt, und das zeigt sich in allen Einzelplänen sehr deutlich, hat viele Schwerpunkte. Ich nenne einige: 600 neue Stellen bei der Polizei, in der Bildung neue Lehrerstellen zur Sicherung der 105-prozentigen Lehrerversorgung, 700 neue Stellen für sozialpädagogische Fachkräfte, insgesamt über 2.200 neue Stellen. In beiden Jahren insgesamt für Wissenschaft, Forschung und Lehre 5,5 Milliarden €. Das ist ein großer Erfolg dieser Koalition, meine Damen und Herren. Auch in der Steuerverwaltung haben wir mit jeweils 700 neuen Anwärtern in 2018 und 2019 einen Neubeginn für viele junge Leute in unserem Land Hessen, die gerne in Dienste der Steuerverwaltung eintreten. Die Zahlen zeigen, dass es immer sehr viel mehr Bewerber gibt, als tatsächlich dann Stellen auch zur Verfügung stehen. Und weitere 100 neue Stellen für den Bereich der Betriebsprüfung sind ebenfalls sehr erwähnenswert. Ich möchte an dieser Stelle noch einmal auf das zu sprechen kommen, was gestern in den Ausführungen vom Kollegen Rock noch einmal angesprochen wurde und was auch Kollege Degen heute irgendwie erwähnt hat. Er ist, glaube ich, im Moment nicht da, aber er wird es nachlesen. Herr Rock, Sie haben zu Recht die Steuermehreinnahmen von 2018 im Vergleich zu 2013 angesprochen. 6,4 Milliarden € ist tatsächlich ein bedeutender Betrag. Aber was Sie nicht in Ihrer Rechnung erwähnt haben und was mir wichtig ist, uns wichtig ist, auch den beiden Koalitionsfraktionen, ist, dass in der gleichen Zeit auch die Ausgaben sich entsprechend gesteigert haben. Michael Boddenberg hat es gestern schon einmal erwähnt. Ich trage es Ihnen heute ebenfalls noch einmal vor, damit Sie es auch noch einmal hören. Personalausgaben plus 1,5 Milliarden €. Im KFA sind es mehr als 1,2 Milliarden €. Im LFA 1 Milliarde € und für die Flüchtlinge eine weitere Milliarde. Durch die Reduzierung des Finanzierungssaldos wegen weniger Rücklageentnahmen und dem Verzicht auf Netto-Neuverschuldung sind es weitere rund 1,5 Milliarden €. Damit sind diese 6,4 Milliarden € mehr Steuereinnahmen sozusagen egalisiert durch höhere Ausgaben. Und trotzdem haben wir einen ausgeglichenen Haushalt, trotzdem keine Netto-Neuverschuldung. Und das ist der Erfolg dieser Landesregierung und dieser Koalition, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und was Sie, Herr Kollege Weiß, da vorgetragen haben zu der Stimmung in den kommunalen Parlamenten, kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Wir haben alleine nur wegen KIP I und KIP II beispielsweise im Haushalt des Landkreises Fulda eine explosionsartige Verstärkung der Investitionsmittel. Dort alleine waren es bisher rund 22 Millionen €. Wir sind jetzt bei 45 Millionen € Investitionen aufgrund dieser Programme. Und es gibt sehr viele kommunale Parlamente, die durchaus froh sind, dass ihnen jetzt von Hessen, von der Landesregierung Wege aufgezeigt worden sind, wie sie zu einem ausgeglichenen Haushalt kommen. Und dass das die Ehrenamtler beschwert, kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Im Gegenteil, wir haben jetzt beispielsweise durch den kommunalen Schutzschirm fast alle der 100 beteiligten Kommunen so weit, dass sie einen ausgeglichenen Haushalt fahren. Und alle sind sehr froh, dass dieser Erfolg verbucht werden kann. Das ist ein Erfolg auch dieser Landesregierung, meine Damen und Herren. Und wenn Innenminister Beuth und Finanzminister Schäfer die vier Bausteine für die Kommunalfinanzen vorstellen, und ich selbst war bei solchen Veranstaltungen dabei, und ich kann mir vorstellen, auch viele der Kolleginnen und Kollegen ebenfalls, dann ist diese Aussage dort, vier gewinnt, tatsächlich eine Aussage, die belegt werden kann durch die vier Programme. Zum einen durch den kommunalen Schutzschirm mit 3,2 Milliarden €. Das Kommunalinvestitionsprogramm I mit über 3.000 Maßnahmen, das alle gezeichnet ist und ein Fördervolumen von insgesamt über 1 Milliarde € aufweist. Das KIP II-Programm
für Investitionen in dem kommunalen Schulinfrastrukturbereich mit 533 Millionen € und die Hessenkasse eine Umschuldung von 6 Milliarden € Kassenkrediten und ein Investitionsprogramm, das jetzt fast schon 600 Millionen € erreicht hat. Und schließlich auch der kommunale Finanzausgleich 2017 4,59 Milliarden € 2018 fast 5 Milliarden €. Ich kann mir vorstellen, dass Sie, die Sie immer die mangelhaften kommunalen Finanzausstaltungen beklagt haben, jetzt mit einem fürchterlichen Neid auf diese vier Bausteine schauen, weil viele Kommunen sagen, jetzt geht es aufwärts. Und das ist ein Erfolg, den wir uns nicht kleinreden lassen durch Ihre kleinliche Kritik, die Sie hier vorgebracht haben, meine Damen und Herren. Im Haushaltsausschuss der letzten Woche haben wir unsere Änderungsanträge der Regierungsfraktionen eingebracht und auch die Anträge der Opposition diskutiert. Leider, ich sage das ganz deutlich, Herr Kollege Schmidt, hat die SPD ihre Anträge noch nicht einbringen können. Ich finde das bedauerlich, sogar einbringen wollen. Es ist eigentlich, soweit ich das übersehen kann, in meiner fast 18-jährigen Praxis hier im Haus immer gute Tradition gewesen, dass wir das zur zweiten Lesung diskutiert haben. Aber das ist Ihre. Ach, lieber Herr Kollege, Sie können mir vieles vorwerfen, aber dass ich keine Ahnung habe, das finde ich also für ziemlich unverschämt, was Sie hier vorbringen. Das ist nicht in Ordnung. Ich sage mal eins ganz deutlich. Sie gehen unsere Anträge an und kritisieren die und haben überhaupt nicht etwas gesagt über das, was Sie vorhaben. Sie haben in vielen Äußerungen, der Ministerpräsident hat es gestern hier vorgetragen, der Michael Boddenberg hat es vorgetragen, Sie haben Forderungen von über 3 Milliarden € erwähnt. Ich kann sie Ihnen gerne noch einmal vorrechnen. Aber ich vermute auch, dass die fehlenden Anträge deswegen noch nicht da sind, weil Sie noch erhebliche Probleme mit der Gegenfinanzierung haben. Ich bin einmal sehr gespannt, was dabei herauskommt. Nun zurück zu unseren Anträgen. Das ist viel wichtiger. Wir haben 69 Änderungsanträge der Koalitionsfraktionen vorgetragen, Schwerpunkte gesetzt. Und ein besonderer Schwerpunkt ist die Förderung des ländlichen Raumes, gerade auch mit dem Programm Land hat Zukunft. Und wir wollen dort im ländlichen Raum die wirtschaftliche Entwicklung stärken. Wir wollen die Mobilität durch Bürgerbusse stärken, den Tourismus verbessern, Handwerksbetriebe im digitalen Bereich stärken. Wir wollen das Ehrenamt fördern, den Breitbandausbau entsprechend ausbauen, Schutzwand vor Ort, WLAN, Hotspots im ländlichen Raum, das sind Stichworte. Besonderer Schwerpunkt auch die Stärkung der Gesundheitsversorgung im ländlichen Raum. Wir werden das nachher noch hören. Ich möchte an dieser Stelle aber auch einmal mit einer falschen Behauptung aufräumen. Sie haben uns vorgeworfen, wir würden mit dieser Stabsstelle in der Staatskanzlei irgendwelche Aktionen, Abendsonne oder Versorgungsdinge oder sonst was regeln. Ich weise das ganz entschieden zurück. Leider ist der Kollege, der das gerade vorgebracht hat, von der SPD nicht da, aber der Kollege Weiß wird es ihm vielleicht sagen. Diese Stabsstelle ist aufgrund von intensiven Diskussionen in den Facharbeitskreisen der beiden Koalitionen von CDU und GRÜNEN entstanden. Eine Stabsstelle, die dafür sorgen soll, dass diese vielfältigen Projekte im kommunalen Bereich auch entsprechend unterstützt werden, vor allen Dingen auch, dass die Möglichkeiten der Verlagerung von Behördenarbeitsplätzen in den ländlichen Raum in ganz verschiedenen Ministerien vorangetrieben wird. Das, was beispielgebend im Finanzministerium durch die Programme Smart 1, das schon läuft, aber auch durch Smart 2, das jetzt kommen wird, ist ein gutes Beispiel. Und Kollege Dr. Arnold, Sie denken an die Redezeit. Zur Stärkung des ländlichen Raumes möchte ich aus dem Einzelplan 06 das Projekt Wohnortnahe Heimat- und Büroarbeitsplätze nennen mit 1 Million € in beiden Haushalten. Das ist sicherlich eine gute Sache für unsere Mitarbeiter. Dieser Haushalt ist eine Erfolgsgeschichte solider Haushaltspolitik. Wir schaffen dadurch für unsere Kinder und Enkel neue Handlungsmöglichkeiten. Meine Damen und Herren, Hessen ist damit gut aufgestellt. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Wadler-Arnold. – Das Wort hat der Abg. Schalauske, Fraktion DIE LINKE. Herr Präsident, meine Damen und Herren!
auch noch ein bisschen höher hier. Wie Sie wissen, darf ich jetzt das erste Mal als Abgeordneter im Hessischen Landtag an einer Haushaltsberatung mich beteiligen. Und um mir ein Bild über die Debattenverläufe in so einer zweiten Lesung des Haushalts zu machen, habe ich einmal in die Protokolle geschaut, nämlich der Haushaltsberatung des letzten Jahres. Und da bin ich auf einen interessanten Satz gestoßen, wo ich Ihnen nicht ersparen kann, dass ich ihn in dieser Debatte gerne mal aufgreife. Nämlich damals sagte der Kollege Schmidt von der SPD, angesichts der gestiegenen Steuereinnahmen des Landes Hessen hätte selbst die Linkspartei diesen Landeshaushalt hinbekommen. Das Protokoll hat damals ausgesprochene Heiterkeit vermerkt. Was ist seitdem passiert? Seitdem sind die Steuereinnahmen des Landes noch weiter gestiegen. Aber es hat sich eigentlich wenig geändert. Die Landesregierung hat erneut deutlich mehr Mittel zur Verfügung, und sie versäumt es doch, sich den drängenden gesellschaftlichen Problemen in unserem Land zu widmen. Wir haben einen Mangel an bezahlbarem Wohnraum, wir haben eine wachsende Armut, wir haben einen ÖPNV, der aus allen Nähten platzt, marode Schulgebäude und sanierungsbedürftige Krankenhäuser und nicht zuletzt nicht bedarfsgerecht finanzierte Kommunen. Aber anstatt sich diesen Problemen zu widmen, und das, obwohl sie im Verhältnis zu 2013, also zum Ende der letzten Legislatur, fast über 5 Milliarden mehr an Steuereinnahmen zu verzeichnen haben, sind sie trotzdem nicht in der Lage oder nicht willens, sich diesen gesellschaftlichen Problemen zu stellen, diese gesellschaftlichen Probleme zu bearbeiten. Und deswegen komme ich eigentlich zu dem Fazit, dass das, was Sie hier vorlegen, nicht historisch ist, anders als Sie behaupten, sondern angesichts der Möglichkeiten, die das Land Hessen hat, eine historische Fehlleistung. Und jetzt, um noch einmal den Begriff der letzten Debatte auch aufzugreifen, und lieber Herr Kollege Schmidt, dann will ich Ihnen doch glatt das Kompliment auch noch einmal zurückgeben. Ich finde, dass angesichts dieser finanziellen Möglichkeiten dieser Haushalt selbst von der hessischen SPD vorgelegt hätte werden können, und das auch ohne eine gerechtere Steuerpolitik, die wir so dringend fordern und brauchen, zu der ich auch noch etwas sagen werde. Die Konjunktur ist also ausgesprochen günstig, die Wirtschaft brummt. Darüber freut sich die Landesregierung, allerdings hat sie dazu selber wenig beigetragen. Auf die drängenden Probleme im Land hat sie keine oder nur unzureichende Antworten. Wir haben deswegen in dieser zweiten Lesung insgesamt 98 Änderungsanträge eingebracht, mit denen wir zeigen wollen, wie wir Hessen sozialer, ökologischer und gerechter machen können. Und damit Sie sich auch einmal auf etwas freuen können, schon für die nächste Haushaltsberatung, auf ausdrücklichen Wunsch, wir haben uns ja da in der Ausschusssitzung intensiv miteinander diskutiert, also auf ausdrücklichen Wunsch der SPD werden wir auch bei der nächsten Haushaltsberatung noch ein paar mehr Änderungsanträge stellen, damit wir dann den formalen Anforderungen, die der Kollege Schmidt da formuliert hat oder an unsere Anträge angelegt hat, auch gerecht werden. Das werden wir machen. Da kommen dann also noch ein paar Änderungsanträge mehr. Im Haushaltsausschuss in der Debatte habe ich dann noch erfahren, dass der Kollege Kaufmann von den GRÜNEN sich seit Jahren durch unsere Haushaltsanträge zur Vermögensteuer und zur Erbschaftssteuer genervt fühlt. Herr Kaufmann, ich will Ihnen dafür noch einmal ein herzliches Dankeschön ausrichten. Ich empfinde das als ein großes Lob für unsere Fraktion, dass wir ein Thema, bei dem Sie am liebsten auf Durchzug schalten wollen würden, beharrlich und hartnäckig hier immer wieder auf die Tagesordnung bringen. Wir werden also unserer Aufgabe gerecht, eine gerechtere Besteuerung der großen Vermögen in diesem Land zu fordern. Die Beratung der Einzelpläne des Finanzministeriums sind darüber hinaus eine gute Gelegenheit, einmal zu verdeutlichen, warum wir das eigentlich machen. Und damit wir auch einmal ganz klar etwaige Missverständnisse ausräumen. Wir wissen sehr wohl, dass wir mit Haushaltsanträgen über die Einnahmen aus der Vermögensteuer diese Vermögensteuer noch nicht eingeführt wird. Wir haben auch nichts anderes behauptet. Sie werden auch keine andere Behauptung von uns hören. Was wir aber machen wollen, ist nämlich aufzuzeigen, was politisch möglich wäre, wenn wir endlich die Superreichen und Vermögenden in dieser Gesellschaft kräftiger zur Finanzierung unseres Gemeinwesens heranziehen würden. Und neben dem Kampf gegen Steuerhinterziehung und Steuervermeidung und anderen Maßnahmen zur Herstellung von Steuergerechtigkeit, denken wir einmal an eine Unternehmenssteuerreform, gehören zu einer solchen Politik als zentrale Bausteine eben eine Reform der Erbschaftssteuer,
die die von der Großen Koalition in einem offensichtlich verfassungswidrigen Zustand belassen worden ist, und eben vor allem die Wiedereinführung der Vermögenssteuer, eine Steuer, von der Sie alle wissen, dass sie den Länderhaushalten zugute käme. Im Haushaltsausschuss haben einige unsere Zahlen auch bezweifelt zur Vermögenssteuer und haben angemahnt, man bräuchte dafür auch doch wissenschaftliche Gutachten. Das nehme ich gerne auf, da wir mit älteren Zahlen arbeiten, und wir werden uns bemühen, Ihnen zur nächsten Haushaltsberatung dann auch noch aktuellere Zahlen zu liefern, was bei einer gerechteren Besteuerung für den hessischen Landeshaushalt möglich wäre. Unserer Fraktion ist es auch, und das müssen Sie ertragen, relativ egal, ob Sie der Meinung sind, dass Steuerpolitik nicht in die Haushaltsberatungen gehört. Aus unserer Sicht wird doch umgekehrt ein Schuh daraus. Wann? Wenn nicht in der Haushaltsdebatte. Wenn es um die Einnahmen und Ausgaben der öffentlichen Hand geht, müssen die Fragen über Einkommens- und Vermögensverteilung in diesem Land auf dem Tisch. Wann, wenn nicht jetzt, meine Damen und Herren? Und es hilft uns auch nicht weiter, wenn die SPD uns im Land immer wieder verkündet, dass Vermögens- und Erbschaftssteuer nicht vom Land erhoben, sondern von einer Bundesregierung erhoben werden muss. Liebe Kolleginnen und Kollegen von der SPD, und das wirklich in aller Freundschaft, verwenden Sie Ihre Kraft darauf, mit der Sie sich in dieser Frage mit uns beschäftigen, doch endlich darauf, in Berlin dafür zu sorgen, dass wir zu einer gerechteren Besteuerung der großen Vermögen kommen. Von Schwarz und Grün ist das nicht zu erwarten, aber von der SPD würden wir entsprechende Initiativen uns wünschen und würden sie auch nach Tatkräften unterstützen. Was macht Schwarz-Grün? Ja, statt sich die Frage zu stellen, wie man die Einnahmen des Landes Hessen verbessern kann, bauen Sie lieber Schulden ab, als in die Zukunft zu investieren. Sie rechnen mit globalen Mindereinnahmen, weil Sie schon weitere Steuersenkungen für Unternehmen oder Besserverdienende vorausahnen. Und wie man es auch dreht und wendet, für verfallene Schulen, unterfinanzierte Krankenhäuser, marode Schwimmbäder und Sportstätten sind wir hier als Land Hessen zuständig. Und wenn die Mittel dafür fehlen, dann müssen wir doch die Einnahmeverantwortung, eine Formulierung aus der Hessischen Verfassung, über die man sehr viel streiten kann, aber der müssen wir doch nachkommen und gemeinsam für gerechtere und größere Steuereinnahmen kämpfen, damit wir die Ausgaben des Landes Hessens auch ordentlich finanzieren können. Die Landesregierung feiert sich Plenarwoche für Plenarwoche dafür, dass die Kommunen in Hessen nicht mehr so ganz so schlecht dastehen würden wie in der Vergangenheit. Und dann loben Sie sich, das ist auch hier wieder passiert, Herr Dr. Arnold, dafür, dass Sie viel zu kleine Sonderprogramme auflegen, bei denen Sie eh ohnehin größtenteils Bundesmittel weitergeben, für die Sie sich hier auf die Schulter klopfen. Denken wir einmal an das KIP II. Oder dass Sie Geld verwenden, das eigentlich den Kommunen zustünde, wie bei der von Ihnen hochgelobten Hessenkasse. Aber auch bei der Hessenkasse ist der Finanzierungsanteil des Landes ja erschreckend gering, wie Ihnen die Vertreterinnen und Vertreter der kommunalen Spitzen Verbände vorgerechnet haben, beträgt sie noch nicht einmal 20 oder nur knapp 20%. Über die Kollege Schalauske, Sie haben Ihre angemeldete Redezeit schon erreicht. Ich will Sie nur darauf hinweisen. Sie können machen, was Sie wollen. Danke, vielen Dank, Herr Präsident. Ich komme dann auch so langsam zum Ende. Auch über die unzureichende Befreiung der Elternbeiträge haben wir hier schon gesprochen. Die finanzieren Sie ja auch zur Hälfte aus den kommunalen Mitteln. Und im Übrigen setzen Sie die Kommunen, die aufgrund ihrer Kürzungspolitik höhere Beiträge verlangen müssen, weil sie finanziell nicht ausreichend ausgestattet sind, die setzen Sie jetzt mit Ihrer Regelung ja auch noch einmal zusätzlich unter Druck. Ihre Sonderinvestitionsprogramme vergegenwärtigen letztlich nur eines, dass in der Vergangenheit auch durch die vom Land oktroyierte Kürzungspolitik große Schäden in unserer öffentlichen Infrastruktur in den Städten, Gemeinden und Landkreisen angerichtet worden ist und dass Sie unsere Infrastruktur im Lande Hessen seit langen Jahren auf Verschleiß fahren. Wir müssen die Kommunen im kommunalen Finanzausgleich deutlich angemessener ausstatten, und wir müssen ihnen Mittel zur Verfügung stellen, damit sie dauerhaft, also auch wenn sich die Wirtschaftslage einmal ändert, ihre Aufgaben erfüllen können. Denn wir wollen, dass sie die selber erfüllen können und nicht dazu gezwungen werden, öffentliche Aufgaben durch die Hintertür zu privatisieren, so wie Sie das präferieren, etwa indem Sie PPP-Projekte eingehen müssen. Ganz im Gegenteil. Wir fordern, dass die Frage der Rekommunalisierung wieder auf die Tagesordnung kommt und das Land dabei den Kommunen beratend zur Seite steht, auch wenn Ihnen das ideologisch nicht passt, statt mit PPP-Projekten öffentliche Mittel zu verschleudern.
Und weil ich darüber gesprochen habe, und das wird ja auch hier in den Debatten immer deutlich, dass wir Sie mit unseren Anträgen nerven und auch nerven wollen, können Sie sich noch einmal freuen, einen Antrag haben wir in diesem Jahr nicht gestellt, nämlich zusätzliche Steuerfahnder und Betriebsprüfer einzustellen. Hier ist die Landesregierung unserer Forderung nämlich endlich nachgekommen. Hier haben Sie eine Forderung der LINKEN erfüllt. Ich sage es Ihnen ja jede Plenarsitzung, erzählen Sie es nicht zu laut zu Hause in Ihren Städten und Gemeinden, nicht, dass Sie da noch Ärger kriegen mit Ihren Parteifreunden. Ich bin mir völlig im Klaren, dass Sie jetzt frei werdende Stellen und in den nächsten Jahren frei werdende Stellen jetzt besetzen, weil im Moment mehr Geld in der Kasse ist. Ich befürchte aber, dass diese Landesregierung auch bereit wäre, wenn sich die wirtschaftliche Situation wieder ändert, auch schnell wieder Personal abzubauen, wenn wieder neue Kürzungsrunden drohen. Wenn Sie es dauerhaft ernst meinen würden, auch mit zusätzlichem Personal in der Hessischen Finanzverwaltung, dann würden Sie die Ausbildungskapazitäten in Rothenburg nicht nur provisorisch ausbauen, sondern Sie hätten dann auch ein Konzept für eine auf Langfristigkeit angelegte Erweiterung. Also, Sie können sich darauf einstellen, womit wir Sie in den nächsten Jahren weiter nerven werden, mit immer neuen Anträgen, die erst ignoriert, dann schlecht geredet und am Ende wenigstens zum Teil übernommen werden. Vielen Dank, Kollege Schalauske. Das Wort hat die Frau Abg. Goldbach, BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich möchte einmal beginnen mit einem Satz eines großen deutschen Steuerrechtlers, Klaus Zipke. Die gerechte Verteilung der Gesamtsteuerlast auf die einzelnen Bürger ist ein Imperativ der Ethik. Die vornehmste Aufgabe eines Rechtsstaates ist es, für gerechte Regeln zu sorgen und sie durchzusetzen, um seine Bürger vor Unrecht zu schützen. Und diese Durchsetzung ist eben auch eine der wichtigsten Aufgaben der Landesfinanzverwaltung. Konkret heißt das, für das Land Hessen Gemeinschaftssteuern und Landessteuern festzusetzen und zu erheben. Dass dies gelingt, ist von maßgeblicher Bedeutung für den ganzen Landeshaushalt. Denn je mehr Steuern das Land einnimmt, desto größer sind unsere Handlungsspielräume. Oder einfach gesagt, ohne Moos nichts los. Und diese Landesregierung und Finanzverwaltung tut eine ganze Menge, um möglichst viele Steuern, die dem Staat zustehen, zu erheben. Das ist einmal die Stärkung der hessischen Steuer- und Finanzverwaltung. Denn es hängt ganz maßgeblich daran, dass diese Steuerverwaltungen, die Finanzämter, mit hochqualifiziertem Personal gut ausgestattet sind. Die Zahl der Stellen für Betriebsprüferinnen und Prüfer werden noch einmal deutlich gesteigert. Ich sage noch einmal, weil sie in den letzten Jahren seit 2014 auch schon gestiegen sind. Denn sie werden noch einmal um 100 Stellen verstärkt. Und was das dann am Ende bewirkt, kann man an der Zahl für 2016 festmachen. In 2016 nämlich wurden durch die Arbeit der Betriebsprüferinnen und Prüfer 2,4 Milliarden € an zusätzlichen Steuereinnahmen erzielt. Das sind, wenn man das einmal je Prüfung umrechnet, pro Betriebsprüfung ungefähr 136.000 €. Also, das ist gut investiertes Geld in qualifiziertes Personal und bringt uns deutlich mehr Steuereinnahmen. Eine weitere Verstärkung personell in den Finanzämtern. Wir werden jeweils 700 neue Anwärterinnen und Anwärter in der Finanzverwaltung einstellen. Und damit bewirken wir nicht nur sofort mehr Personal, sondern es ist vor allem auch eine Frage, wie wir mit dem demografischen Wandel umgehen. Denn die älteren Angestellten und Beamten in den Finanzverwaltungen gehen irgendwann in den Ruhestand. Aber wir sorgen dafür, dass dann eben schon junge Leute gut ausgebildet und fertig ausgebildet da sind, die deren Aufgaben übernehmen können. Und das ist eben eine vorausschauende und sehr nachhaltige Personalpolitik. Daneben werden auch zur Verbesserung der technischen Voraussetzungen, wir brauchen Großrechner, wir brauchen eine gut funktionierende elektronische Datenverarbeitung, jeweils 8 Millionen € in 2018 und 2019 im Doppelhaushalt eingestellt und zur Verfügung gestellt. Hessen ist auch Vorreiter im Kampf für mehr Steuergerechtigkeit. Und das sehen wir z.B. an der Vorreiterrolle im Kontext der Panama Papers und Paradise Papers. Das klingt furchtbar exotisch.
ist aber etwas ganz Einfaches, nämlich es ist der Versuch internationaler Konzerne, in Deutschland möglichst wenig oder gar keine Steuern zu zahlen. Dagegen gehen wir an, und Hessen nimmt schon wie bei der Ausleitung der Panama Papers eine Vorreiterrolle ein. Und besonders hervorzuheben ist die Arbeit der Sondereinheit aus Bediensteten der Oberfinanzdirektion Frankfurt und Steuerfahnderinnen und Fahndern, die eben dafür sorgen und erst einmal recherchieren, was da passiert ist, und dafür sorgen, dass so etwas in Zukunft möglichst unterbunden wird. Weitere Initiativen sind Bundesratsinitiativen, z.B. zur Vermeidung von anderen aggressiven Steuervermeidungsstrategien von multinationalen Konzernen. Wir kennen alle die Beispiele von einem Konzern z.B. wie Amazon, der versucht, möglichst in Europa wenig oder gar keine Steuern zu zahlen. Ein anderes Beispiel dafür ist, dass die Lizenzschranke eingeführt wurde. Das zielt eben daraus, dass wirklich in dem Land, wo die Lizenzen erzeugt wurden, dann eben auch versteuert werden. Wir begrüßen auch ausdrücklich die Bundesratsinitiative zur Reform der Grunderwerbssteuer, mit dem den Share-Deals ein Riegel vorgeschoben werden soll. Das ist auch eine Steuervermeidungsstrategie, und die sieht so aus. Großinvestoren erwerben z.B. in Frankfurt oder in Wiesbaden oder in Darmstadt, da wo die Preise sehr hoch sind, nicht Immobilien, sondern sie erwerben Anteile an Eigentümergesellschaften. Und sofern sie weniger als 95% Anteile erwerben, fällt keine Grunderwerbssteuer an. Das heißt, wir haben hier ungeheure Vermögensübergänge, wir haben hier Käufe in Millionenhöhe. Jeder Bürger zahlt für den Kauf eines Häuschens oder einer Wohnung Grunderwerbsteuer. Diese Großinvestoren tun das nicht. Das wollen wir unterbinden und vermeiden. Und daran arbeitet auch intensiv die Hessische Steuerverwaltung. Durch diese Share-Deals entgingen nach seriösen Berechnungen im Übrigen allen Bundesländern zusammen schon etwa 1 Milliarde € an Grunderwerbsteuer. Also man sieht, was für ein Volumen diese Steuervermeidung hat. Kommen wir zu den Kommunen, ein immer wieder beliebtes und interessantes Thema. Wir haben den Kommunalen Finanzausgleich. Die kontinuierliche Steigerung der Zahlungen an die Kommunen setzt sich fort und macht damit jede Kritik hier, wir würden nicht genug oder zu wenig zahlen, einfach nur lächerlich. Wir erreichen in 2019 die Grenze von 5 Milliarden € Kommunaler Finanzausgleich, Zahlung an die hessischen Kommunen. Das ist so viel Geld wie noch nie zuvor. Mit der Hessenkasse, auch schon hier angesprochen, nimmt das Land den hessischen Kommunen 6 Milliarden € an Kassenkrediten ab. Das ist auch ein unglaublich großes Volumen. Und wenn hier Kritik kommt von der Opposition, das sei aus kommunalen Mitteln finanziert, kann man nur dazu sagen, es sind Mittel für kommunale Zwecke, und die werden genau dafür eingesetzt, nämlich zur Entschuldung der hessischen Kommunen. Und da sind sie richtig und zielgerichtet eingesetzt. Jetzt ist der Zeitpunkt, um die Verschuldung anzugehen, weil die Zinsen noch niedrig sind und weil wir gute Steuereinnahmen haben. Und deswegen gehen wir das jetzt an. Und nächstes Jahr werden zum Juli 2018 die hessischen Kommunen keine Dispo-Kredite mehr haben, also keine Kassenkredite mehr. Das ist eine sehr erfolgreiche Politik der Hessischen Landesregierung. Und kommen wir noch einmal zum ländlichen Raum. Herr Schäfer-Gümbel fragte gestern in der Generaldebatte, was denn die Regierung eigentlich für den ländlichen Raum tue, außer der Schaffung einer neuen Stabsstelle. Nun, ich möchte dazu einmal aus einer Zeitung zitieren. Das tut die SPD auch gerne. Sie haben vorhin auch etwas zitiert, was so in den Regionen passiert. Und zwar gab es in Vogelsberg eine Veranstaltung der SPD. Dort waren auch die Kollegen Warnecke und Lotz zu Besuch. Das finde ich sehr nett, dass die in den Vogelsberg kommen. Hintergrund großes Foto von Thorsten Schäfer-Gümbel. Der Titel dieser Veranstaltung war Neue Ideen fürs Land, neue Kraft fürs Land, Ideen für den ländlichen Raum. Interessant war der Kommentar eines Lesers in Oberhessen Live zu dieser Veranstaltung. Ich finde, der Kommentar ist an Klarsicht nicht zu überbieten. Deswegen werde ich ihn hier zitieren. Ich betone, es ist ein wörtliches Zitat aus Oberhessen Live. Der Landtagswahlkampf wirft seine Schatten voraus. Höchste Zeit, die SPD als Partei für den ländlichen Raum anzupreisen.
Gemeint ist damit nur, dass die SPD von den hiesigen Landbewohnern in den Landtag gewählt werden will. Es ist nicht möglich, ein Horrorszenario zu entwerfen. Es kann auch kein Sündenbock benannt werden, kein schwarzer Peter zuzuschieben, wo man selbst mit in der Verantwortung stand. Bewährter Trick. Erst einmal wird die rosarote Brille ausgepackt, mit Rosamunde Schäfer-Gümbel in die pinkfarbene Barbie-Welt. Zur Erklärung, mit Rosamunde ist die Schriftstellerin Rosamunde Pilcher gemeint, die in ihren Romanen der Trivialliteratur eine heile Welt beschreibt, wie es sie nie gab und nie geben wird. Die Titel sprechen für sich. Sie lauten Blumen im Regen oder Ende eines Sommers. Und dieser romantisierten Welt ordnet der kritische Zeitungsleser und Bürger die SPD zu. Was heißt das jetzt? Das heißt, dass die Wählerinnen und Wähler sehr genau sehen, dass das immer gleiche Klagelied der SPD nicht zu einer Verbesserung im ländlichen Raum führt. Wir sehen alle die Herausforderungen. Breitbandausbau, ÖPNV, Arbeitsplätze, Gesundheitsversorgung. Die Frage ist aber nicht, ob wir alles auf einmal schaffen, sondern ob wir uns auf den Weg machen und in die richtige Richtung gehen, dass wir Maßnahmen umsetzen, die eine strukturelle Änderung bewirken, Verbesserung, Schritt für Schritt und in enger Zusammenarbeit mit den Kommunen. Ich möchte hier einmal eine Bemerkung zur politischen Verantwortung machen. In den Landkreisen, Städten und Gemeinden regiert nicht überall Schwarz-Grün, vielleicht leider, sondern es regieren auch SPD-Landräte, Bürgermeister und Beigeordnete. Und die sind für kommunale Gesundheitsversorgung, Breitbandausbau und den Erhalt von Arbeitsplätzen mit in der politischen Verantwortung. Und das sehen die Bürgerinnen und Bürger ganz genauso. Ein SPD-Landrat beschließt beispielsweise, die Defizite eines kommunalen Krankenhauses für die Geburtshilfe nicht mehr zu tragen, und damit wird die letzte Geburtshilfestation im Kreis geschlossen. Im selben Landkreis hat der Finanzminister 100 neue Stellen geschaffen, indem er die Grunderwerbssteuerstelle dorthin geschaffen hat. Jetzt frage ich, wer schwächt den ländlichen Raum und wer stärkt ihn? Ich will hier keine Schuldzuweisung vornehmen, sondern ich möchte mal bitte. Meine Damen und Herren, bitte kontrollieren Sie alle ein bisschen Ihre Erregung, dann geht es weiter. Aufgabe von uns allen, auf allen Ebenen für die Stärkung des ländlichen Raums zu sorgen. Aber das funktioniert einfach nur, wenn wir nicht gegenseitig Verantwortung zuschieben, sondern auf allen Ebenen gemeinsam die Verantwortung tragen. Wir machen das in enger Zusammenarbeit mit den hessischen Kommunen als Partner der Kommunen. Wir packen es an und verbessern die Lebensbedingungen in Hessen, in der Stadt und im Land. Frau Kollegin Goldbach, Sie sind mit der Redezeit auch gut dabei. Die SPD mag derweil weiter in der rosaroten Traumwelt einer Rosamunde Pilcher verharren. Danke schön. Vielen Dank, Frau Kollegin Goldbach. Bevor wir jetzt weitermachen in der Beratung, trotz der attraktiven Debatte, möchte ich Sie darauf hinweisen, dass die Ausstellung Wahrheitskämpfe um 13 Uhr in der Ausstellungshalle eröffnet wird. Meine Damen und Herren, und jetzt geht es weiter in der Debatte. Meine Damen und Herren, ich bitte Sie doch um etwas Ruhe und Frieden. Und der Kollege Dr. Jörg-Uwe Hahn hat jetzt das Wort. Jo. Bitte sehr, du hast das Wort. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ganz offensichtlich wollte der Präsident ein Alternativprogramm zu meiner Rede noch verkünden. Ich nehme es ohne Kommentierung zur Kenntnis. In Demut. Ich nehme es in Demut zur Kenntnis, Herr Präsident. Die Süddeutsche Zeitung hat gestern ein Zitat gebracht. Haushalte werden in guten Zeiten ruiniert. Wir müssen sicherstellen, dass wir weiterhin ohne Schulden auskommen. In aller Regel sind die Begehrlichkeiten signifikant größer als der zur Verfügung stehende Spielraum. Diese Worte sind aus dem Munde des Präsidenten des Stabilitätsrates des Deutschen, der im Hauptberuf Finanzminister des Landes Hessen ist, nämlich von Dr. Thomas Schäfer. Warum, so fragen wir uns Liberale schon seit Wochen, warum hält sich Dr. Schäfer nicht an diese eigene Aussage?
Wieso stellt er einen Haushaltsplan auf, der unheimlich viele Begehrlichkeiten bedient? Wieso stellt er einen Haushalt auf, der unter dem Titel eierlegende Wollmilchsau noch ein Viertel mehr anbietet, als das eigentlich von den Leuten in den Ressorts gewünscht wird? Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir fragen uns, wo denn die finanzpolitische Nachhaltigkeit dieses Haushaltes ist. Wir finden ihn nicht, meine sehr verehrten Damen und Herren, und deshalb lehnen wir ihn ab. Ein anderes Zitat. Nein, das ist kein Zitat, sondern ein Bericht. Haben wir alle, da wir ja Empfänger der Wirtschaftswoche sind, in dieser Ausgabe für diese Woche lesen können. Und zwar im Vorwort des Chefredakteurs. Meine sehr verehrten Damen und Herren, übertitelt das Orakel von Basel nervt wieder, Bindestrich zum Glück. Dann weist Herr Balzli darauf hin, dass schon einmal im Jahre 2007 die Bank für internationalen Zahlungsausgleich, Sie müssen sich das vorstellen, das ist sozusagen die Dachorganisation aller Zentralbanken, darauf hingewiesen hat, dass wir harten Zeiten finanzpolitisch entgegentreten. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich kann mich nicht daran erinnern, dass im Jahre 2007 auch nur irgendeiner den damaligen Präsidenten William White ernst genommen hat. Und ein Jahr später sah die Welt ganz anders aus. Warum trage ich das hier vor? Sie legen einen Haushalt vor, Herr Minister, und Sie, Kolleginnen und Kollegen von CDU und von den GRÜNEN, werden ihn auch jubelnd in dritter Lesung irgendwann im Januar beschließen, der genau gegen die Vorgaben und gegen die Bedenken verstößt, die Ihr eigener Finanzminister aufgeschrieben hat und gesagt hat, Haushalte werden in guten Zeiten ruiniert. Sie machen keine Rücklage für die schlechten Zeiten, und das, obwohl Sie wissen, dass die guten Zeiten irgendwann einmal vorbei sind. Wir haben nicht mehr den 7-Jahres-Rhythmus, den wir noch aus dem Alten Testament her kennen. Aber man nennt das auch Schweinekurve in der Wirtschafts-, in der Ausbildung für die Volkswirte. Meine sehr verehrten Damen und Herren, anscheinend sind die Zyklen länger. Aber es ist doch vollkommen klar, das weiß sogar ein Jurist. Doch, das weiß sogar ein Jurist. Irgendwann sind die guten Zeiten zu Ende. Und dann, meine sehr verehrten Damen und Herren, haben diejenigen, die nach Ihnen die Regierungsverantwortung im nächsten Jahr in Hessen zu übernehmen, ganz schön Stress, weil sie dann nämlich einen ganz schönen Schuldenhaushalt übernehmen müssen. Und das halten wir für nicht nachhaltig. Ich will nur einmal, weil es war ja klar gewesen, dass Michael Boddenberg das gestern in der Debatte sagt, das war ja eine Reaktion auf die erste Lesung, indem ich ihm vorgelegt habe, du denkst dran, gute Zwischenrufe haben wir ausgemacht, sind wichtig. Okay. Dass wir, ja klar, kommen immer. Doch, kommen immer. Meine sehr verehrten Damen und Herren, es war in der ersten Lesung der Beitrag, den ich für die FDP-Fraktion von diesem Pult aus vortragen durfte, in dem ich festgeschrieben habe, wie hoch die Unterschiede in der mittelfristige Finanzplanung von 2013 von Dr. Thomas Schäfer, noch in der Regierungsverantwortung von CDU und FDP aufgeschrieben, mit den tatsächlichen Einnahmen sind. Es waren über 6,5 Milliarden € mehr, meine sehr verehrten Damen und Herren. So weit lag Thomas Schäfer daneben, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen. Und jetzt tun wir so, als wenn das alles notwendige Ausgaben gewesen sind. Das hat der Fraktionsvizepräsident der Union schon einmal in der ersten Lesung versucht vorzutragen. Gestern hatte er ein bisschen munitioniert. Heute hat es der finanzpolitische Sprecher Dr. Arnold noch einmal wiederholt. Liebe Kolleginnen und Kollegen, merkt ihr nicht, dass ihr da Dinge vortragt, die nicht notwendige Ausgaben sind, sondern die ihr zusätzlicherweise noch als eierlegende Wollmilchsau in Hessen verteilt habt? Merkt ihr das denn nicht? Ihr tut so. Ihr tut so. Auch der KFA. Aber sicherlich, Herr Kollege Dr. Arnold, also das enttäuscht mich jetzt. Aber jetzt, lieber Dr. Arnold, verkaufen Sie sich weit unter Wert. Weit unter Wert. Sie wissen ganz genau, dass wir den KFA, so wie ihn der Staatsgerichtshof beschlossen hat,
nur zum Teil machen oder ihr nur zum Teil macht, sondern die ganzen Töpfchen, die daneben noch alle sind, sind alter KFA. Und das macht der Landtag, das macht der Haushaltsgesetzgeber. Also, das weiß aber auch Dr. Arnold. Also, das war zum Beispiel jetzt ein Zwischenruf, Herr Kollege Schwarz. Den würde ich als ausbaufähig schreiben. Lassen Sie mich aber, meine sehr verehrten Damen und Herren, darauf hinweisen, dass zum Beispiel der Steuerzahlerbund bei der Frage Personalkosten einmal nachgeschaut hat, sah die mittelfristige, so das Zitat aus der Zeitung 4/17, sah die mittelfristige Finanzplanung für 2015 bis 2019, verfasst von Dr. Thomas Schäfer, steht hier nicht, aber ich will darauf hinweisen, noch einen Anstieg der Personalausgaben von weniger als 200 Millionen € jährlich vor, sollen diese nach dem Haushaltsentwurf in den nächsten zwei Jahren um zusammen über 800 Millionen € steigen. Damit durchbrechen Sie 2019 erstmals die 10-Milliarden-Euro-Schwelle. Zitat Ende. Auch hier wieder deutlich. Es ist eine politische Entscheidung von CDU und GRÜNEN, mehr Geld auszugeben, meine sehr verehrten Damen und Herren. Dazu hat Sie keiner gezwungen, noch nicht einmal der Tarifabschluss hat Sie dazu gezwungen. Und trotzdem machen Sie es, weil Sie meinen, und da werden Sie sich irren, man könnte Hessinnen und Hessen kaufen. Man könnte, wenn man den Hessinnen und Hessen noch ein bisschen mehr gibt, so wie beim Metzger, darf es ein Viertel mehr sein, dann würden die am Ende sagen, boah, das ist ja eine richtig klasse Regierung, eine richtig klasse Regierung. Nein, nein, nicht das Verweisen auf die anderen. Ihr macht es, und ihr GRÜNEN macht mit. Und ihr habt noch vor vier Jahren uns erklärt, was wir denn für ganz, ganz schlimme Leute seien, weil wir noch nicht beim Schuldenabbau so weit sein können. Konnten wir auch nicht. Ich habe es ja gesagt. Diese Regierung hat jetzt 6,5 Milliarden € mehr in der Kasse als der Finanzminister, ein und dieselbe Persönlichkeit, es im Jahre 2013 prognostiziert hat. Da wird man ja mal fragen können, was soll denn dieser dumme Satz? Alles ist besser, alles ist größer. Es gab noch nie so viel Geld für die Kommunen. Es gab noch nie so viel Geld für die Schulen. Es gab noch nie so viel Geld für die Justiz. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn man nach dem Prinzip geht, alles das, was ich habe, streue ich als eierlegende Wollmilchsau in Hessen rum, dann ist natürlich überall mehr, mehr, mehr. Mehr, mehr, mehr. Es werden aber, dass wir haben, wir können uns noch ein bisschen über Schule unterhalten. Da bin ich auch ganz fit. Sie sollten mal unsere Anträge lesen. Das bildet nämlich ein bisschen. Da können Sie sehen, dass wir über 1,5 Milliarden weniger nachher an Ausgaben haben. Lesen Sie doch einfach nach. Was soll denn dieses stören? Und das sind, wie in der Klasse. So mal ein bisschen den Clown machen und stören und hoffen, dass es dann gut ist. Und jetzt muss der Faktor sagen, Mensch, Schwarz, du bist aber ein Hecht. Mann, 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 Mann. Und das in einer Haushaltsdebatte. Wie erbärmlich, meine sehr verehrten Damen und Herren. Eine allerletzte Bemerkung. Dieser Haushalt, und ich werde es nicht müde, überall zu sagen, ist nicht nach den neuen doppischen Gesichtspunkten aufgestellt, die ein Land wie Hessen eigentlich haben möchte. Und ich wette einen hohen Einsatz. Wäre Roland Koch noch Ministerpräsident dieses Landes, wir hätten einen doppischen Haushalt und keinen kameralen, so wie jetzt. Es ist wieder dasselbe Prinzip. Es ist immer nur das Fortschreiben und Drauflegen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das ist aber nicht die doppische Denkweise, die wir eigentlich haben wollen. So kann kein Mittelständler, so kann kein Großunternehmen existieren. Wir in Hessen machen das aber, weil die Regierungsfraktionen meinen, damit könnten sie die Wahlen gewinnen. Sie werden es so nicht. Lieber Kollege Arnold, Sie haben sich darüber beschwert, dass es einige Fraktionen gibt in diesem Hause, die noch keine Haushaltsanträge vorgelegt haben. Also ich bekenne mich schuldig. Also ich war dafür verantwortlich, dass die FDP-Fraktion bei dem Haushalt 2017 erst zwischen zweiter und dritter Lesung die Anträge vorgelegt hat. Und ich kann mich daran erinnern, aber ihr könnt mich ja sofort widerlegen, dass wir zeitgleich dann auch die Anträge von CDU und GRÜNEN beraten haben. Ihr habt nämlich auch erst nach der zweiten Lesung vorgelegt. Was ist denn das dann für ein Vorwurf, meine sehr verehrten Damen und Herren? Bleiben Sie bitte ehrlich. Werden Sie endlich solide. Bauen Sie endlich Schulden ab. Das ist Nachhaltigkeit und nicht darf es ein bisschen mehr sein. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Hahn. Als Nächster spricht schon Staatsminister Schäfer für die Landesregierung. Bitte schön, Herr Staatsminister. Sehr verehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Teile unserer Debatte zum Einzelplan des
Finanzministeriums, aber auch des staatlichen Hochbaus und der allgemeinen Finanzverwaltung hat ein bisschen darunter gelitten, dass wir sozusagen gegen die Mittagspause anreden und andiskutieren mussten. Für diejenigen Kolleginnen und Kollegen, die noch nicht unten waren, es gäbe eine Winzerpfanne, ein Risotto oder ein Paprikaschnitzel zu essen. Also, ich will Sie nicht, sozusagen jetzt nicht anregen, sofort zu gehen, aber möglicherweise könnte das ja die weitere Gestaltung dann ein wenig mithelfen zu erleichtern. Lassen Sie mich. Ach, Herr Kollege, Sie haben einen unglaublich freudestiftenden Humor, über den ich mich jedes Mal unglaublich wieder freue. Das ist nur zu sehen. Aber, meine Damen und Herren, lassen Sie mich zwei, drei inhaltliche Bemerkungen zum Einzelplan 06 machen. Ich habe dankbar zur Kenntnis genommen, dass es jedenfalls kritische Bemerkungen zum Einzelplan 06 nur in sehr zurückhaltender Form vorgetragen worden sind. Das macht mich relativ sicher, dass jedenfalls unser Weg, den wir bei der Gestaltung der Finanzverwaltung eingeschlagen haben, dass das ein richtiger ist, dass unsere Strategie seit einigen Jahren sehr viel mehr Personal in qualifizierten Bereichen, insbesondere im Bereich der Betriebsprüfung, der gesamten Außendienste zu investieren, richtig war. Und der Umstand, dass das Bundeskriminalamt entschieden hat, sich als Auswertungspartner für die extrem komplexen Strukturen der Panama Papers die hessische Steuerverwaltung ausgesucht hat, ist wohl, glaube ich, das größtmögliche Kompliment, was man am Ende einer Verwaltung machen kann. Und möglicherweise hat gestaltende Politik in diesem Land an der Stelle nicht immer nur alles falsch gemacht, sondern die Verwaltung so aufgestellt, dass eben genau das möglich war und dass das Bundeskriminalamt eben nicht in ein anderes Bundesland gegangen ist, was in den vergangenen Jahren vielleicht ein bisschen lautstärker von der eigenen Qualität geredet hat, als Substanz dahinter war. Insofern bin ich stolz auf die Leistungsfähigkeit der Finanzverwaltung in Hessen, meine Damen und Herren. Lassen Sie mich einige Anmerkungen aufgreifen, die in der Debatte gefallen sind. Kollege Hahn hat darauf hingewiesen, dass aus seiner Sicht der Haushalt nicht die notwendige Nachhaltigkeit dokumentieren würde. Darüber kann man über die Dimension ja streiten, aber im Finanzplanungszeitraum, über den wir jetzt diskutieren, stehen 500 Millionen € Netto-Tilgung und zusätzlich ein Umstand, der gerne verschwiegen wird, 1,1 Milliarden € Risikopuffer zur Verfügung, um eben genau darauf vorbereitet zu sein, dass, wenn es mal wieder so kommt, dass unsere Wirtschaft schlechter laufen sollte, und wir sind jetzt schon relativ weit in einem sehr langen Zyklus von immer wieder weiter Aufwärtskorrekturen in den volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen, wir sind nachhaltig vorbereitet, meine sehr, sehr verehrten Damen und Herren. Und das ist auch ein Ausdruck vorausschauender Haushaltspolitik. 500 Millionen Nettotilgung, 1,1 Milliarden Puffer. Wir sind nachhaltig aufgestellt, meine sehr verehrten Damen und Herren. An dieser Stelle. Schade, für die Sozialdemokraten ist die Debatte nicht so übermäßig erfolgreich verlaufen. Herr Schalauske hat wesentliche Teile seiner Rede dazu genutzt, sich nicht an der hessischen Finanzpolitik abzuarbeiten, sondern an der Positionierung der SPD. Das ist ein Punkt, das müssen Sie miteinander diskutieren. Für Herrn Weiß, ich habe Herrn Weiß' Rede als in Teilen kritikwürdig empfunden. Aber dass er sich dann von seinem parlamentarischen Geschäftsführer so öffentlich abputzen lassen musste für seine Redezeitüberschreitung, so schlecht war die Rede von Ihnen nicht. Er weiß, dass Sie das notwendig gehabt hätten. Sie ausdrücklich in Schutz nehmen an dieser Stelle. Ja, sehen Sie mal. So wie Sie sich gelegentlich hier aufführen, Herr Rudolph, dann kommen solche Zwischenrufe dann noch. Das ist es wohl. Ja, ist klar. So reagiert er immer, wenn er auch mal angegriffen wird. Austeilen wie ein Weltmeister. Aber einstecken kann er null. Das ist nämlich das Problem an dieser Stelle. So. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, wollen wir noch ein bisschen die Gelegenheit geben, seinen Adrenalinspiegel abzuarbeiten und dann gucken. Dann ist ja gut, ist ja gut. Dann ist ja alles gut. Meine sehr verehrten Damen und Herren, hat er vielleicht noch eine Beschimpfung zu bieten, dann können wir die auch noch gleich ins Protokoll nehmen, dann haben wir das an der Stelle auch geregelt. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, Stichwort Kommunalfinanzen. Trotz nicht mehr vorhandenen kommunalen Mandates, ich bin relativ viel unterwegs in der kommunalen Familie. Ich bin gemeinsam mit Peter Beuth bei 7 Regionalkonferenzen gewesen. Wir haben über die Fragen der Hessenkasse intensiv diskutiert. Die Stimmung, die Sie da schildern und wahrgenommen haben, spiegelt sich in meiner Wahrnehmung so nicht wider. Es ist intensiv diskutiert worden.
Und die Punkte, die Sie eben vorgetragen haben, Kollege Beuth rief mir eben zu, seien im Wesentlichen der O-Ton der stellvertretenden SPD-Landesvorsitzenden und Bürgermeisterin von Hofheim gewesen, die mit 30 Millionen € Entlastungsvolumen durch die Hessenkasse zu den Hauptprofiteuren der Hessenkasse in unserem Land gehört, meine Damen und Herren. Das vielleicht an dieser Stelle. Zweiter Punkt. Ich weiß nicht, ob jemand von Ihnen noch in Erinnerung hat, Anfang November hat sich die Frankfurter Allgemeine Zeitung mal sehr intensiv mit den Kommunalfinanzen in Hessen auseinandergesetzt. Ich erlaube mir, Ihnen den letzten Absatz der Berichterstattung vorzulesen, weil ich glaube, er spiegelt relativ gut wider den Stimmungsumschwung auch in der kommunalen Familie in Hessen. Ich zitiere. Allerdings sind die Klageschreie heute deutlich weniger laut als noch vor zwei oder drei Jahren. Das mag vor allem durch die flächendeckend steigenden Einnahmen der Kommunen bedingt sein. Allerdings geben auch viele sozialdemokratische Bürgermeister hinter vorgehaltener Hand zu, dass die von CDU und GRÜNEN geführte Landesregierung mit ihrem Programm des Förderns und Forderns einen wichtigen Beitrag zur Stabilisierung der Kommunalfinanzen leistet. Nun wörtlich zitiert, uns ging es schon lange nicht mehr so wenig schlecht wie heute, sagt ein bis auf Weiteres von Schuldensorgen befreites nordhessisches SPD-Stadtoberhaupt. Und wenn sich seine Bürger über die zum Etatausgleich nötigen Schließungen kommunaler Einrichtungen oder über Gebühren und Steuererhöhungen beschwert hätten, habe er die Schuld immer auf den bösen Finanzminister schieben können. Wir sind zu unserem Glück gezwungen worden, aber wir wissen das durchaus zu schätzen. Zitat Ende, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und wenn es dann notwendig ist, dass ich sozusagen zum Sinnbild des notwendigen Beschimpfungsopfers werde, um am Ende solide Konsolidierung auf der kommunalen Ebene hinzubekommen, dann stelle ich mich dafür sehr gerne zur Verfügung. Ist auch ein Stück des Amtes, sicherzustellen, zu helfen, sicherzustellen, dass die kommunale Familie ihre Konsolidierung so mit unserer Hilfe hinbekommt, dass am Ende zum 1.7. des kommenden Jahres wir sagen können, Kassenkredite auf der kommunalen Ebene gehören in Hessen der Vergangenheit an. Das ist unser Ziel, das werden wir umsetzen, und darauf sind wir stolz, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und deshalb leistet dieser Landeshaushalt, dieser Entwurf bei aller Diskussionsfähigkeit im Detail, aber sicherlich diese Funktion dieses multifunktionalen Fabeltiers, was wir versucht haben, in unserem Erklärfilm zu nutzen, um ein bisschen die Diskussion darauf zu lenken. Dass dieses Tier immer wieder in der Debatte hervorgehoben hat, spricht jedenfalls dafür, dass die Idee, es zu nutzen, vielleicht nicht die allerschlechteste ist. Mir hat kürzlich ein Marketingprofessor gesagt, eine Marketingmaßnahme sei dann in besonderer Weise erfolgreich, wenn der Wettbewerber das Sujet aufgreife. Da das intensiv passiert, bin ich mit der Frage der Öffentlichkeitsarbeit an dieser Stelle sehr zufrieden, meine sehr verehrten Damen und Herren. Letzte Bemerkung. Ich glaube, wir haben, und da will ich an das anknüpfen, was Kollege Hahn zu Beginn seiner Ausführungen aus dem Stabilitätsrat berichtet hat. Wir haben unter den Finanzpolitikern gemeinschaftlich sicherlich die Aufgabe. In der Vergangenheit war es leichter, wo allen Beteiligten klar war, es werden noch neue Schulden gemacht, neue Ideen mit der Bemerkung zu quittieren, die Idee ist prima, aber hast du auch eine Idee, wie du es finanzieren willst? Heute sind wir in einer Situation, dass Spielräume entstanden sind. Aber mit dem Wachstum der Spielräume sind auch die Ideen, wie man sie nutzen könnte, exponentiell gewachsen, sodass Politik am Ende in einer neuen Rechtfertigungsnotwendigkeit ist, am Ende Prioritäten zu definieren. Allem Wohl, niemand wehe, das wird nicht funktionieren, sondern wir werden Priorisierungen treffen müssen. Wir haben diese Priorisierung in diesem Haushalt vorgenommen, nicht alles so gelöst, dass allen alles gewährt wird, sondern versucht, Schwerpunkte zu setzen in den politischen Bereichen, die auch jetzt in der Diskussion um den Haushalt deutlich gemacht worden sind. Und ich glaube, es ist eine extrem gute Grundlage, am Ende für die nächsten zwei Jahre Hessen weiter in eine gute Zukunft zu führen. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Staatsminister Schäfer. Damit sind wir am Ende der Lesung zu Eisenplan 06. Ich möchte Sie darauf aufmerksam machen, dass der Untersuchungsausschuss 19.2 nun im Sitzungsraum 100a zusammenkommt.